Lokomotivdrehscheibe, auch schön. Werfen Sie einen Blick darauf, wie man die Drehscheibe bedient. Dies wird Ihnen im Rangierbahnhof Cumberland behilflich sein. Ja. Es gibt zwei Hauptkomponenten. Die Drehscheibe, die eingerastet sein muss, um sie benutzen zu können, und die Steuerkabine, von der aus die Drehscheibe gesteuert wird. Gehen Sie in die Steuerkabine und wir fangen an. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Steuerkabine. Würde ich sagen. Was? Wo soll ich mich denn sonst bewegen? So, jetzt mal eine schöne Fresse kriegen. So. Setzen wir uns. Auf der linken Seite befindet sich ein Monitor zum Betrachten des Geschehens außerhalb. Entschuldigung. In der Mitte ist der Hebel zum Steuern der Rotation. Ein Hebel. Und rechts befindet sich der Sperrhebel der Drehscheibe. Sperrhebel. Aktivieren wir das Steuerpult, indem wir den Monitor auf An stellen und die Drehscheibe entsperren. Auf An. Entsperren. Nun möchten wir die Drehscheibe so rotieren, dass sie auf die nächstgelegene Lokomotive ausgerichtet ist. Klicken und ziehen Sie den Steuerhebel, um die Drehscheibe in die gewünschte Richtung zu bewegen. Lassen Sie den Steuerhebel los, sobald sich das gewünschte Gleis der linken Seite des Monitors nähert. So, wir wollen jetzt dahin hin, alles klar. Alles klar, dann kann man mit A und D machen. Da haben wir's. Bevor wir zur Lokomotive hinübergehen, stellen Sie sicher, dass die Drehscheibe gesperrt ist. Dies zeigt an, dass die Drehscheibe sicher befahren werden kann. Gesperrt. Aufstehen. Tür auf, die können wir offen lassen. Stellen, sie fest los. So, dann gehen wir rein und. Ups. Stufen hinauf, Tür auf. Hinsetzen. Wenn Sie auf die Drehscheibe fahren, gehen Sie es ruhig an, damit Sie nicht zu weit fahren. Langsames Fahren bedeutet auch, dass keine große Bremsleistung benötigt wird. Sobald Sie angehalten haben, steigen Sie von der Lokomotive herunter und gehen wieder in die Steuerkabine der Drehscheibe. Okay. Alles klar.
Okay. Muss man gut abpassen, wo man ist. Vor allem aus der Perspektive. Wir wollen ja nicht wegfahren. So. Hier runter. Sehr schön. Auch so weit wollen wir eigentlich runter, aber es ist immer schön, das so von unten zu sehen. So, dann rein da. Okay. Die Lokomotive ist nun bereit, gedreht zu werden. Aktivieren Sie den Monitor und entsperren Sie die Drehscheibe. Aktivieren wir den Monitor. Entsperren Sie. Wo sollen wir hin? Drehen Sie die Drehscheibe und die Lokomotive mit der Rotationssteuerung auf das angezeigte Gleis zu. Dann ist A sein, ja. Welches ist es? Ist es das hier? Ich glaube schon. Feststellen. Stellen Sie die Drehscheibe fest, bevor Sie gehen. Steigen Sie wieder in die Lokomotive und fahren Sie zur vorgesehenen Markierung. Die Drehscheibe brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Vermutlich zumindest. So, lösen mit Öl. Und vorfahren. Sollte reichen. Wenn es nicht sogar schon so viel war. So. Boah, war sogar schon ein bisschen zu viel. Dann bitte halten Sie an. Mit Sicherheit. Ja, halten Sie an. Anfängliche Reduktion und sie sollte anhalten. Oh, verdammt. Hä? Steht sie nicht schon? Was? Halten Sie die Lokomotive an, wenn Sie die Drehscheibe freigemacht haben. Habe ich doch. Ein bisschen weit vorne. Das war's, Problem. Alles klar. Exzellente Arbeit. Dies schließt das Tutorium zur Benutzung der Drehscheibe ab. Stellen Sie die Drehscheibe. Was soll ich machen mit der Drehscheibe? Ich glaube, ich war schon wieder zu schnell. Deswegen wollte er nicht mehr mit mir reden, weil ich zu schnell für ihn war. Alles klar, Tutorium war auch abgeschlossen. Nächstes Tutorial, würde ich sagen.